gefunden haben, sind wir leider Rixel und seinem Drachen schutzlos ausgeliefert. Und alles nur, weil du mich nicht hast schießen lassen. Stimmt doch gar nicht, du hast mich nicht schießen lassen. Hört auf, und zwar beide. Was vorbei ist, ist vorbei. Fadel, woher hattest du denn die Pfefferschoten? Oh, vom Pfefferschotenfeld. Und da gibt es Nachschub ohne Ende. Zumindest war es so, bevor ich sie alle geerntet hatte. Danach war es mit dem Nachschub ohne Ende zu Ende. Und es gibt sie sonst nirgendwo anders? Doch, doch, es gibt sie woanders. Im Schwarzen Wald. Dann holen wir sie uns. Perfekt. Nein! Was denn? Ein fürchterlicher Geist herrscht in diesem Wald. Habt ihr gehört? Und mit dem ist nicht zu spaßen. Oh. Fürchte nicht Wald, noch bleiches Gespenst. Zeige Respekt so, wie du es kennst. Das ist das neueste Orakel. Ja, es muss um den schwarzen Wald gehen. Wenn man den Wald gar nicht fürchten soll, ist er ja vielleicht nicht so gefährlich, wie alle denken. Keinem Elf ist es gestattet, diesen Wald zu betreten, drücke ich mich klar aus. Ich bin der König und ich habe gesprochen, laut und deutlich. So, jetzt wisst ihr, woran ihr seid. Also ran an die Arbeit. Was immer das auch sein mag. Ich flieg jetzt zum Schwarzen Wald. Na dann mal los. Tuketo, konntest du alle Pfefferschoten zerstören? Extravaganza! Und sie dachten, mein Plan würde nicht funktionieren. Es gibt noch mehr? Das geflügelte Einhorn? Erzähl weiter! Ich weiß schon, dass das Orakel gesagt hat, wir sollen uns nicht fürchten, aber im Augenblick hilft mir das auch nicht weiter. Versuch an was Lustiges zu denken. Zum Beispiel, was passiert ist, als Mo doch noch die Salzsuppe probiert hat. Oder daran, wie Yoko gegen einen Baum geflogen ist. Ich war damals 3. Wow, ihr seid ja heute wieder schräg drauf. Nein, ich weiß auch nicht, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Die Pfefferschoten können überall sein. Sag mal, hört ihr das auch? Das ist der Wind, oder? Vielleicht hat dein Dad ja absolut recht mit diesem Ort. Da! Okay, Gespenst, zeige dich, los! Yoko, nicht! Da! Es will uns führen! Ja, es will, dass wir diesen Weg gehen. Klar, vielleicht, weil es ja unsere Seelen fressen will. Oder was Gespenster so den ganzen Tag tun. Wir finden es raus, ja?